Ja moin, willkommen zu Folge 124. Diesmal geht das nicht am Zoo weiter und auch nicht am Berg, sondern ich möchte dieses Feld hier renaturieren. Nein, es wird abgeerntet und dann kommt eine neue Frucht. Die überreifen Kürbisse, denn diese befinden sich ja schon seit einigen Monaten auf diesem Feld, sind jetzt abgeerntet und liegen zum Abtransport bereit. Der für den Abtransport gewählte Traktor kommt aus dem Set 40423 aus dem Jahre 2020. Dies war ein Halloween-Set. Der Bauer benötigte auch nur wenige Fuhren, um die 49 Kürbisse abzutransportieren. Und die letzte Fuhre steht jetzt hier. Das Feld ist frei für eine neue Bepflanzung und in diesem Schritt habe ich 736 Steine abgebaut. Da ich noch ein paar dunkelgrüne Slopes gefunden habe, habe ich schon mal ein paar Bäumchen gebaut. Und jetzt widme ich mich der Feldbepflanzung. Kaum, dass der Bauer seine letzten Kürbisse weggebracht hat, ist auch schon ein Weizenfeld entstanden. Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass das größer sein würde. Aber mir sind auch tatsächlich die Kreuzachsen in Dark Tan ausgegangen. Da muss ich wohl mal wieder die Steinzeit besuchen. Aus diesem Grund werde ich meine Kühe, die bisher immer auf dem Zoogelände rumliefen, im hinteren Teil des Weizenfelds vorläufig platzieren. Die kleine Herde aus dem Zoo ist dann auch um zwei Muttertiere und drei Kälber angewachsen. Da ich in dieser Folge auch schon wieder 6627 Teile in die Hand genommen habe, ist Schluss für heute. Wie ich auf die 6627 komme? Na, ich habe 5891 Steine aufgebaut und 736 Steine, das Kürbisfeld, abgebaut. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal zwei Züge fahren. Aus gegebenen Anlass ist es einmal die 10254, der festliche Weihnachtszug aus dem Jahre 2016, den ich auf 9 Volt umgerüstet habe. Und die 10308, der Zug aus der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße von 2022. Dieser fährt im inneren Kreis und der andere im äußeren Kreis. Bevor ich zu den Zugfahrten komme, gibt es noch einmal dieses Bild. Und ich wünsche allen meinen Mithörern und Zusehern fröhliche Weihnachten und da dies das letzte Stadtvideo in diesem Jahr ist, auch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!